Ach, wie schön ist der Hamburger Weihnachtsmarkt am Rathaus. So viel Glanz, so viele Lichter. Also, der ist auf jeden Fall ein Besuch wert, hat sich auch ein Sprachfilou gesagt. Und da ist er, der Jörg Knörr. Aber nicht allein. Ein paar Gäste hat er mitgebracht, die jetzt so einiges erleben werden. Hallöchen, Freunde. Ja, hier geht's so richtig ab auf dem Weihnachtsmarkt. Und das hier ist der Sonnenzug nach Pankow. Und richtig scharfe Ratte. Der Dampf, der ist aus Watte. Guck mal hier, Galomat, ne? Hier, schön für den Bad, ne? Ja, ja, ja. Nicht alles hier ist aus Watte. Na, Hallöchen, ich bin ja nicht nur die Frau für alle Felle, sondern auch für alle Pelze. Und was hat er da im Angebot? Oh, ich bin doch viel zu jung für weiße Haare. Ein Felldonut, oh, sieht aber toll aus. Besser als das Tier, was dem Trump aus dem Schädel wächst. Top! Der Geist von Helmut schwebt über dem Rathaus immer mit. Menschenskinder, was hab ich früher gequarzt und immer diese Mentholzigaretten. Aber seitdem mir hier im Himmel der Bob Marley diesen Hanfstengel verehrt hat, da sehe ich sogar Zeichentrickfilme auf der Rauffaser. Und dann muss Loki kommen. Sie ist wahrlich ein Engel. Darauf einen Glühwein. Ja, mit Advent ist es wie mit meiner Amtszeit. Erst eins, dann zwei, dann drei, bald vier. Und darauf, Freunde, trinke ich mir jetzt einen Glühwein. Ih, das ist ja ein roter. Mutti, trink dir lieber mal einen Wodka, weil bei der Wodka-Diät, da verlierst du in einer Woche 3 Tage. Prost, Freunde. Na, da zeigt der Glühwein schon etwas seine Wirkung. Ja, das war ja mal ein schöner Rundgang. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Weihnachtswunder und das kommt bei mir aus der Tüte. Achtung, fertig. Mon Dieu, das ist ja furchtbar. Dieser Weihnachtsmarkt und die Leute, wie die rumlaufen, ist ja furchtbar. So düster und dunkel, da fehlt mir Farbe. Gut, dafür ist ja der Nikolaus da. Nicht? Also, fröhliche Weihnachten oder Bon Noël. Bon Noël ist der famose Weihnachtsgruß für den Franzose. So, Tutterlöhrchen, nicht? So, jetzt lassen wir durch. Ach, Weihnachten ist auch nicht mehr das, was man war. Furchtbar, wie das hier aussieht. Und man hört maximal so viel Tannengrün und wie das hier riecht, das fettige Bratwurst. Das ist ja gar nicht meine Sache. Mir wird jetzt schon ein bisschen schlecht. So ein ganz kleines bisschen.